Danke. Ja, danke, dass wir hier Musik machen durften. Das Voll. War echt auch eine Ehre, weil das ist ja auch ein legendärer Ort. Gut. War schön, hat Spaß gemacht. Also wir haben auf jeden Fall einen russischen Synthesizer benutzt namens Polyvox. Mit dem habe ich davor schon so ein bisschen rumgespielt und der hat eigentlich einen sehr aggressiven Sound. Und den habe ich so ein bisschen, lieblicher vielleicht gemacht. Und dann haben wir noch den, wie heißt der noch? den Trident haben wir benutzt, der sehr gut war. Und du hast ja mit dem sehr seltenen, tollen PPG. Ja, mir wurde erzählt, dass es nur noch 300 Stück gibt oder so. Ja. Genau, sogar noch weniger. Super Sound auch. Ja. Das waren deine Chords quasi, genau. Und dann haben wir noch die Space Echo Maschine benutzt, die echt Gold wert ist. Wo alles auf Band durchläuft. Genau, so quasi eine Band-Echo-Maschine. Und die haben wir auch fast auf jeder Spur drauf. Und ist auf jeden Fall super gewesen, damit zu arbeiten. Do not think me gentle. Also in dem Fall habe ich schon so eine Art Skizze vorgearbeitet und so die Bassline und so einen Arpeggiator, den habe ich auch mit dem russischen Polyvox gemacht und die Drums und so. Und dann hat Sophie quasi einen Text geschrieben und sich auch noch die Akkorde geschrieben und auch quasi das ganze Arrangement überlegt. Das haben wir dann so ein bisschen zusammen gemacht. Ja. Ja, also gestern hast du mir den Synth, diesen Arpeggiator mit den Drums gezeigt und dann war es auch schon ziemlich klar, dass wir an diesem Track heute arbeiten werden. Genau. Ja, es hat ein paar Vorschläge gemacht, weil Paul war ja vor ein paar Tagen schon hier. Ja. Ja, hat sehr begeistert vom tollen Studio geredet. Also ich und also wir beide freuen uns sehr wahnsinnig über die Möglichkeit, hier einen Track machen zu können. Ja. Hat gut funktioniert auf jeden Fall. Also, es ist schwierig zu sagen, weil ich schätze schon einen analogen Sound sehr. Ich finde voll viele Sachen, wenn man zum Beispiel ein Reel-to-Reel oder auch heute hat man es wirklich deutlich gemerkt, Sachen, die man auf Band einfach spielt, haben schon eine bestimmte Wärme. Aber ich diskriminiere auch irgendwie nicht. Also für mich ist, wenn ich einen coolen Sound digital finde, dann ist er nun digital. Und etwas analogisieren kann man immer, aber es ist halt dann schwierig, etwas Analoges zu digitalisieren. Also wirklich im literal sense of the word. Also ja, cooler Sound ist cooler Sound, egal ob analog oder digital. Ja. Der Stuhl zum Beispiel, das ist ein sehr analoger Sound. Ich weiß nicht, ob der am Mikro präsent ist, aber ja. Also ich habe auch immer schon beides gemacht, so digital und analog, einfach weil man das nimmt, was man so hat. Man kann sich ja auch am Anfang jetzt nicht so viele Synthesizer leisten zum Beispiel, die analog sind. Deswegen habe ich schon immer auch viel mit Plugins gearbeitet, habe jetzt so ein paar analoge Synthesizer, aber würde das auch so wie Sophie sagen, dass es mir relativ egal ist. Es macht mir persönlich noch mehr Spaß, an Knöpfen zu drehen und man kommt auch auf mehr Ideen. Gerade jetzt hier habe ich gemerkt, dass man... dass die Synthesizer für sich schon so individuell und eigen klingen, dass da schon Ideen von den Synthesizern schon kommen. Voll. Und das hat man bei Plugins zum Beispiel nicht. Also bei Plugins muss man wirklich alles so sich selbst überlegen. Und bei diesen Maschinen, wenn man die anschaltet, da ist schon was da. Da ergibt es sich oft, besonders so bei Sachen wie den Arpeggiators oder so, ist dann oft schon die Melodie irgendwie beinhaltet und man hat eigentlich nur drei Tasten irgendwie betätigt. Also gut, den haben wir heute nicht verwendet. Ja. Aber was war das, der Trident, oder? Der Jupiter 8. Der Jupiter 8, genau. Muss man eigentlich, der arbeitet für einen sozusagen. Und trotzdem bleibt es auch total individuell, weil wenn man irgendwas verdreht, dann diese Geräte... Ist er gleich wieder. Genau, und die Geräte sind, das ist auch bei den meisten analogen Synthesizern und vor allem bei dem PPG, mit dem du gearbeitet hast, die sind halt auch unberechenbar. Also wenn man da wirklich was Kleines verändert, dann explodieren die teilweise, musikalisch. Also wir haben schon so einen Track gemacht mal zusammen und das ist jetzt quasi so unser zweiter Track und wir haben schon geplant, mehr zu machen, auf jeden Fall.
und vielleicht auch mal live spielen. Das wäre lustig, ja. Voll. Mhm. Immer hier. Vielleicht hier, ja genau, nur hier. Ja.